Ja, erstmal Glückwunsch, André, zu deinem Startrekord. Ja, ich glaube, war ein Spiel, wo man beiden Mannschaften lange angemerkt hat, dass sie das ja Mittwoch gespielt haben. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich irgendwo mit 0-0 gerechnet hatte. Also richtig zwingend war es nicht. Und im Endeffekt haben wir versucht, über viel Ballbesitz zu kommen. Aber im Moment fehlt uns einfach ja, das Schalten vom vierten in den fünften Gang, so würde ich es mal bezeichnen. Das ist alles nicht das Tempo, was wir uns wünschen, sowohl mit Ball als auch ohne Ball. Ja, vom Passspiel her müssen wir schneller spielen, um dann auch Borussia noch mehr in Verlegenheit zu bringen. So kreierst du kaum Torchancen. Und dann kommst du irgendwann unter Druck und irgendwann fällt dann doch mal einer hinten rein. War natürlich auch in einer Situation, wo wir vielleicht an der Seitenlinie den Zweikampf gewinnen können. Ja, dann trifft Nordwart den Ball eben gut und es steht 1-0. Und dann musst du aufmachen, ob wir dann sofort in den Konter reinlaufen müssen, zwei, drei Minuten später. Das ist die andere Geschichte. Und so steht am Ende eine 2-0-Niederlage, die wir akzeptieren müssen, die aufzeigt, dass wir im Moment nicht in der guten Verfassung sind, wie wir uns das wünschen. Und es gilt schleunigst da die Kurve zu kriegen. Ja, das ist uns aber auch bewusst und da brauchen wir auch nicht anführen. Sie haben ja auch gesehen, dass wir heute von der Aufstellung her ein bisschen mehr gewechselt haben als sonst üblich bei uns, dass drei, vier Spieler mit Grippesymptomen Probleme hatten die letzten Tage. Aber das ist nur ein Alibi-Suchen, das brauchen wir in der Situation nicht, sondern wir müssen sehen, dass wir einfach besser Fußball spielen und mit höherem Tempo spielen. Ich glaube, dass das hier jetzt nicht hergehört, was wir da besprochen haben. Ich war gerade bei den Schiedsrichtern drin, habe das aus meiner Sichtweise erklärt. Ja, und wenn dann die Reaktion mit meinem Tritt gegen die Bande zu heftig war, dann muss ich das akzeptieren. So, und alles andere, denke ich, das werden Sie verstehen, dass ich das zwischen dem Schiedsrichter und mir ausräume und nicht vor der Öffentlichkeit. Nein, ich wollte heute einfach mit André mit mehr Tempo vorne agieren. Ich glaube, dass André ein ordentliches Spiel gemacht hat heute. Hätte ihm gewünscht, dass er den anderen Abschluss noch besser macht. Ja, und das war die Idee dahinter.